Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2. Wochenreflexion. Oh, habe ich das Datum vergessen. Bis zum 12.07.94 auf jeden Fall. Diese Woche war mitunter sehr von Arbeit geprägt, aber auch erkenntnisreich. Ich konnte für mich erkennen, dass mich die Beziehungssperre mittlerweile aggressiv macht. Ich muss meine Bedürfnisse und Gefühle runterschlucken. Und das staut sich in mir. Die Zeit im Plenum reicht mir nicht aus, der Michaela das alles zu sagen, was mich bewegt. Das sind einige Dinge unausgesprochen und das belastet mich sehr. Dann wurde ich diese Woche überraschenderweise Babypaar. Das Vertrauen von Ute und Frank ehrt mich sehr und ich werde mich bemühen, diesem Posten mehr als gerecht zu werden. Also auf in eine neue Woche. Im Übrigen glaube ich, dass die Stammzeit zu kurz für mich ist. Ich würde gerne einen Monat länger im Stamm bleiben und insgesamt um 2 Monate verlängern, wenn es möglich ist. Yo, was ist ein Babypaar? Der Babypaar ist derjenige oder Babyma ist diejenige, die sich um die Eingewöhnungsphasen kümmert. Also die Kontaktperson ist, die der Ansprechpartner ist für alles Administrative und der Aktivitäten mit den Leuten, die gerade frisch gekommen sind, macht und plant und unternimmt, damit die eine engere Bindung aufbauen, weil die ja zusammen eine Therapiezeit verbringen werden und damit die sich gut kennen, macht man halt da Teamwork-Arbeit, also Teamgruppenbildungsarbeit. Das wird man später nochmal, wenn man am Arbeiten geht, immer wieder mal sehen und das läuft dann immer wieder mal über den Weg und ist gar nicht so schlecht. Und so lernt man nämlich, wie man Beziehungen aufbaut. Ute und Frank waren Therapeuten, die eben für die Eingewöhnungsphasen auch zuständig sind. Die machen die Kleingruppen von den Eingewöhnungsphasen, bevor sie aufgeteilt werden in die großen Stämme. Und ja, das war halt die Verantwortung, die ich damals hatte. Wenn euch das interessiert, was ich so erzähle, haut's ein Abo, lasst ein Abo da. Dann kriegt ihr mit, wie es weitergeht mit Michaela und mit meiner Therapie. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein Like heraushaut. Das ist ja nicht schwer, da unten ist so ein Daumen nach oben. Und wenn es euch gar nicht gefallen hat, ein Daumen nach unten. In beiden Fällen oder überhaupt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Bis dahin, peace out.